Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt, von uns für euch. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal dem Surrealismus und dabei reden wir unter anderem natürlich darüber, was überhaupt die Wirklichkeit ist und wie der Surrealismus über der Wirklichkeit stehen wollte. Dabei würden wir uns riesig freuen, und das ist wie immer ein bisschen Werbung in eigener Sache, wenn ihr bei uns vorbeischaut, die optimale Klausur in Kunst jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, starten wir aber direkt mit dem Video. Und ihr seht schon, der Surrealismus steht ein bisschen unter der Überschrift über der Wirklichkeit stehend. Und dementsprechend haben wir auch diese Überschrift hier gewählt, um für euch das Ganze einmal ein bisschen zu illustrieren. Und dabei ist natürlich die Frage, wodurch kennzeichnet sich diese Kunst denn? Denn der Surrealismus ist ja etwas, eine geistige Bewegung in der Kunst, die in den 1920er Jahren aufgekommen ist, in welcher sich die Künstler gegen die damals gängigen Normen gestellt haben. Und natürlich ist dann immer die Frage, okay, was konkret ist denn jetzt kennzeichnend für diese Kunst? Und dafür haben wir euch fünf verschiedene Gründe aufgezeichnet. Später wollen wir dann auch noch darauf eingehen, wie Max Ernst in dieser ja doch sehr relevanten Kunst, in dieser Kunst, die auch insbesondere für das Abitur meistens relevant ist, wie er dann da Protagonist war und wieso er sich da so eingebracht hat. Dabei habe ich gerade schon erwähnt, das Ganze ist eine geistige Bewegung in der Kunst der 1920er Jahre. Letztendlich basiert es auf dem Dadaismus, und der richtet sich gegen das etablierte Bürgertum. Wir gucken uns nochmal konkret an, 1920er Jahre, Dadaismus natürlich schon ein bisschen früher begründet, eher insbesondere so ein bisschen das Aufbegehren der Arbeiter, beziehungsweise ja, das Aufbegehren der Künstler gegen die damalige etablierte Elite, gegen das Bürgertum, was natürlich auch häufig dazu geführt hat, dass ja einige Künstler sich gar nicht entfalten konnten, weil sie von dieser geistigen Elite bzw. diesem etablierten Bürgertum sich ja unterdrückt gefühlt haben. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass diese geistige Bewegung aufkam und natürlich auch, dass der Surrealismus weiterhin auf dem Dadaismus basierte und diesen dann natürlich auch weiterführte. Und wichtig ist, dass bei den Kunstwerken dann konkret die Verbindung von ungewohnten, teils sogar gegensätzlichen Gegenständen zu einem Kontrast ja, erzwungen wurde. Das heißt, um den Surrealismus hervorzuheben, um sozusagen in die Überwirklichkeit zu kommen, wurde praktisch damit gearbeitet, dass man ungewohnte Gegenstände, die vorhanden sind, zu einem Kontrast vereint. Das heißt, in diesem Fall gibt es ganz, ganz verschiedene Beispiele, und dadurch ist die Kunst auch so prägnant und so gut zu erkennen, wenn man sich das wirklich konkret dann anguckt, da eben hier sehr ungewohnte, sehr gegensätzliche Elemente in einem Bild, in einem Werk vereint wurden. Außerdem ist es so, dass dann eine Schaffung einer übergeordneten Wirklichkeit zur Erschließung des Traumhaften stattfinden sollte. Das heißt, beim Surrealismus, und das kann man natürlich auch von dem Namen ein bisschen ableiten, Sur für über und Realismus natürlich für die Wirklichkeit, geht es dann wirklich darum, eine übergeordnete Wirklichkeit zu schaffen. Und dabei ist es ganz besonders wichtig, dass das Ziel sozusagen ist, dass die Erschließung des Traumhaften stattfindet. Hier ist das Ziel dann dementsprechend, dass das Traumhafte etwas hervorkommt, dass das Traumhafte etwas wirklicher wird. Das heißt, dass man mit Hilfe der Bilder, und das ist ja so ein bisschen die Idee einer geistigen Bewegung, dann etwas schaffen kann, was den Geist anregt und dann sozusagen auch das Traumhafte erschließt. Und dementsprechend ist der Surrealismus natürlich ein ganz klares Zeichen dafür, dass verschiedene Künstler versucht haben, sich selbst darzustellen und natürlich ganz, ganz wichtig, dass sie sich selbst nicht in den Vordergrund gestellt haben, sondern versucht haben, das Traumhafte, was ihnen selbst sozusagen eröffnet wurde durch ihre Kunst, auch anderen zu präsentieren. Also die Werke praktisch mit dem Ziel, auch anderen, gerade natürlich den Rezipienten, also den einzelnen Betrachtern, dann die Möglichkeit zu geben, die übergeordnete Wirklichkeit zu erschließen und damit auch das Traumhafte mehr zu erleben. Und das natürlich alles vor dem Hintergrund, dass man in den 1920er Jahren gearbeitet hat, in dem es ja sowohl Aufschwung als auch Abschwung in der Wirtschaft gab, dementsprechend natürlich auch angepasst an diese Umgebung das Traumhafte jetzt etwas realistischer.
Vielleicht wichtig zu wissen ist da dabei natürlich, dass das Ganze in Frankreich gegründet wurde, durch Breton, Eluard und Aragon sowie Max Ernst. Zu Max Ernst kommen wir gleich nochmal. Dabei war das praktisch eine Studentenbewegung, die sich so ein bisschen revolutioniert fühlte. Sie wollte eine kleine Rebellion gegen die Kunst der damaligen Zeit aufbringen und natürlich insbesondere, ich habe es schon mehrmals erwähnt, gegen das etablierte Bürgertum sich richten. Und dementsprechend der Surrealismus, eine von Studenten letztendlich gegründete Bewegung, die auf dann ganz großen Künstlern, die ich hier ja gerade einmal genannt habe, Breton, Eluard und Aragon sowie Max Ernst basiert. Und diese alle wurden dann natürlich später für ihre Werke ganz, ganz bekannt. Einer der bekanntesten ist eben Max Ernst. Und zu Max Ernst kommen wir jetzt einmal. Und wir fragen uns letztendlich, was ist Max Ernst oder warum ist er so besonders gewesen? Und gucken uns dafür sicherlich einfach mal seine Biografie an. Die haben wir versucht, hier mal einmal ganz kurz runterzubrechen. Das sind die wichtigsten Daten, die ihr wissen müsst. So genau müsst ihr das in einer Klausur auf gar keinen Fall wissen. Falls es euch interessiert, informiert euch da bitte selber. Max Ernst arbeitete zwar hauptsächlich in Frankreich, gilt allerdings als einer der erfolgreichsten Künstler des deutschen Surrealismus. Er lebte von 1891 bis 1996 und ist unter anderem für seine Collagen bekannt und erfand damit die Kombinatorik. Also ganz viele Informationen, die in diesen zwei Sätzen im Grunde steckten und dementsprechend für euch natürlich auch relevant sind. Wichtig eben, dass er ein Teil dieser Studentenbewegung war, die erstmals, am Anfang war es letztendlich eine Studentenbewegung, von den Vieren in Frankreich gegründet wurde. Ernst eben eines der Gründungsmitglieder des Surrealismus, der Künstler, die sich praktisch dazu entschlossen haben, etwas Surreales zu schaffen. Gleichzeitig gilt er aber gerade deswegen als einer der erfolgreichsten Künstler, weil er schon so früh da mitgewirkt hat und dementsprechend relativ früh erkannt hat, was der Surrealismus in der Welt bewegt. Und diese ganzen Werke, die er hat, sind heute in vielen Museen der Welt ausgestellt. Dabei lebte er von 1891 bis 1996. Er lebte also auch beide Weltkriege. Das ist immer auch ein Zeichen, was die Kunst sicherlich beeinflusst, gerade dass er den ersten in seiner Jugend oder in seiner späten Jugend dann noch erlebte, führt natürlich auch dazu, dass er sich ein bisschen von der tatsächlichen Welt, von dem realistischen Gedanken entfernen wollte und mehr zu dem übergeordneten Wirklichkeit hinwenden wollte. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass er bekannt wurde für seine Collagen, das heißt genau diese Collagen, die diese Kontraste vereinen, die wir gerade schon mal angesprochen haben, und damit erfand er letztendlich die Kombinatorik. Das heißt, die Kombinatorik, eines der zentralen Schaffungen von Max Ernst, und dementsprechend Max Ernst sehr bekannt geworden dafür, dass er nicht nur den Surrealismus mitbegründet hat, sondern auch die Kombinatorik, die sehr wichtig ist, wenn man sich den Surrealismus anguckt. Dazu wollen wir aber in diesem Video jetzt erstmal nichts sagen, dazu wird es sicherlich noch ein weiteres Video geben. Und damit kommen wir nochmal zu einem kurzen Überblick über den Surrealismus, über die Überwirklichkeit, über die übergeordnete Wirklichkeit. Was ist denn jetzt Key to Success? Was müsst ihr aus diesem Video mitnehmen? Wichtig ist es grundsätzlich, dass ihr wisst, dass das Ganze in Frankreich gegründet wurde und eigentlich im Hintergrund der 1920er Jahre als geistige Bewegung entstand und grundsätzlich auf dem Dadaismus basiert. Das heißt, sich gegen das etablierte Bürgertum richtet. Und wenn ihr es ganz einfach runterbrechen wollt, dann solltet ihr auch wissen, dass eine Schaffung der übergeordneten Wirklichkeit das Ziel war und dies stets damit stattgefunden hat, dass man ungewohnte oder sogar gegensätzliche Elemente, Gegenstände zu einem Kontrast vereint hat und dadurch dann praktisch eine neue Wirklichkeit geschaffen hat. Also das alles Merkmale des Surrealismus, die eben auf dem Dadaismus basieren, die ihr mitnehmen solltet. Wir würden uns riesig freuen, wenn euch das Video hier gefallen hat, dass ihr uns ein Abo da lasst oder gerne auch kommentiert, falls ihr noch Vorschläge für weitere Videos habt oder konstruktives Feedback, gerne damit in die Kommentare. Ansonsten lasst uns gerne ein Like da, darüber würden wir uns wie immer sehr freuen. Und dann soll es mit dem Video gewesen sein. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, da haben wir einige hilfreiche Links für euch verlinkt. Und dann soll es gewesen sein. Haut rein und ciao.